der amerikanischen Außenpolitik. Die Amerikaner treiben wegen Öl und wegen Rohstoffen natürlich diese Kriege, nicht etwa wegen irgendwelcher Demokratie, die sie den Leuten hinbringen wollen. Das ist totaler Quatsch. Es geht auch ganz wenig um den Kampf gegen den Terror. Das wird uns alles nur vorgelogen und erfunden. Es geht darum, zum Beispiel, dass Saudi-Arabien eine Ölpipeline Richtung Europa bauen muss. Es geht also nur ums fette Geld und alles, was uns hier erzählt wird, ist gelogen. Für einen Hype gemacht. Also ich muss nicht, dass ich den Wolf gemacht habe hier. Nein, der hat noch ein bisschen. Ja, aber den hat man aus dem Amt gedrängt. Ja, auch Köhler, auch Köhler. Ja, egal. Ich rede nur von wegen 300 Euro, die er angeht. Ja. Islam is not good for the Germany. It's not good for the country of all the world. Yes, in Germany about one million. It's not good. In this year, I think it's 5 million. 5 million refugees is not good. NWO, the New World Ordnung, is not good. Es müssen andere Lösungen her. Und daran müssen wir weiter hart gemeinsam arbeiten. Deswegen werden Pegida, Legida und unsere ganzen Ableger überall in Deutschland, in Europa, gemeinsam am 6. Februar diesen Jahres, samstags ist das, 15 Uhr, auf die Straße gehen, in vielen Städten Europas und gemeinsam Gesicht zeigen, den Mund aufmachen. Und ich denke, damit setzen wir in ganz Europa ein Zeichen gegen Islamisierung, gegen islamistische Gefahr und für Völkerverständigung. Deutschland und auch viele, viele freiwillige Helfer haben in den letzten Monaten mir zumindest gezeigt, dass wir ein sehr großes Herz haben, dass wir hilfsbereit und menschenwürdig und menschlich mit Flüchtlingen umgehen können. Und auf der anderen Seite ist es ein so globaler Konflikt, den wir nicht alleine lösen können, den wir noch nicht mal alleine als Europa lösen können, sondern den wir, wie gesagt, mit Grundwerten wie den Menschenrechten und sicheren Regionen für Menschen vielleicht bewältigen können. Und jede Form von Extremismus, sei es religiöser Extremismus oder nationalistisch geprägter Extremismus, sind quasi alle auf dem falschen Weg. Wir haben den Humanismus, wir haben eine Menschlichkeit, die uns alle verbindet, egal wo wir herkommen. Und Deutschland kann in Europa eine Rolle spielen, weltweit. Und das Wichtigste sind die Menschen, die hier leben. Nicht die Politiker, sondern die Menschen, die hier leben, dass sie aktiv an der Gesellschaft teilhaben, in der sie leben. Und ja, da müssen wir wieder ein Stück vorwärts gehen. Aber es überrascht mich nicht. Wir sind, oder Teile der Gesellschaft sind schon so radikalisiert worden von so einfachen Lösungen und so einfachen Antworten und werden immer weiter in diese Richtung sozialisiert, dass sie glauben, dass solche Aktionen richtig sind, obwohl sie völlig falsch sind. Und es ist traurig, aber das ist jede Straftat. Also jede Straftat, die das Leben nicht respektiert, ist traurig und gehört vom Rechtsstaat im Endeffekt verfolgt. Egal von welcher Seite. Und das ist das Wichtige, das nie zu vergessen.